Herr Reloué, ein kleines Drohnenboot, es heißt Riverboot, fährt den Aasee gerade ab. Was passiert hier in Münster? Ja, das kleine Boot, das Riverboot, das misst automatisch den Untergrund des Aasees ab und wir erwarten uns dadurch, dass die Sedimentstärke, also die Schlammauflage des Aasees, erkannt wird und dass die gesamte Fläche damit auch ergründet werden kann. Hintergrund ist das Fischsterben im August letzten Jahres, wo mehrere Tonnen Fisch gestorben sind. Was versprechen Sie sich davon? Hat der Schlamm da eine Rolle gespielt? Ja, das wissen wir nicht ganz genau. Und diese Aktion ist Teil des Gutachtens, was wir städtischerseits an Professor Dr. Borchert vergeben haben. Und diese Daten, die hier erfasst werden, die gehen in das Gutachten und in die Bewertung von Dr. Borchert ein. Wird der Aasee komplett abgescannt? Ja, so ist es vorgesehen. Wir wollen den Aasee flächendeckend einscannen und auch das Auflage, also die Schlammschicht, flächendeckend ermitteln. Und das sind Daten, die wir bislang in dieser Flächenhaftigkeit und in dieser Detailgenauigkeit noch nicht vorliegen haben. Herr Wehmeyer, ein kleines Messboot fährt über den Aasee. Sie haben es mitentwickelt. Was passiert hier gerade? Genau, wir nutzen unser unbemanntes Messboot Riverboat. Wir messen diese Daten mit dem Echolot, was unten am Boot verbaut ist, mit dem wir Tiefenwerte aufnehmen, aber auch Informationen ableiten können über die Sedimentstruktur. Dafür sind wir jetzt hier gerade in Vorversuchen dabei, auch Referenzmessungen zu machen, weil das ist also ein bisschen einzelfallbetrachtungsabhängig. Wie das Echolot auf verschiedene Sedimente reagiert. Wir werden ja sicherlich nicht nur Schlamm finden, sondern Sie sehen dann auch andere Sachen, die unten vielleicht im Aasee liegen. Das kann sein, ja. Dafür haben wir bisher aber die Daten noch nicht genau genug ausgewertet, um das beurteilen zu können, weil wir gerade erst angefangen haben zu fahren. Aber wir sind gespannt, was wir so alles finden. Aber Sie finden dann nur größere Sachen oder finden Sie auch kleinere Sachen? Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wenn die Sachen im Schlamm versunken sind, wird es ein bisschen schwierig, aber wenn jetzt vielleicht ein Fahrrad wirklich auf der Sedimentoberfläche drauf liegt, dann könnten wir das schon sehen auf unseren Daten, denke ich. Und Sie scannen jetzt den gesamten Aasee ab, bis auf jeden Meter, und wie viele Tage brauchen Sie dafür? Genau, also wir fahren halt in einem definierten Raster natürlich und davon hängt auch die Fahrzeit dann im Endeffekt ab. Wir planen den gesamten See in 5 oder 6 Tagen abfahren zu können. Vielen Dank, Herr Weber.